Jo, moin Leute, herzlich willkommen zum ersten Spieltag nach der Winterpause der Regionalliga Bayern Saison 2023/24. Spieltag 23, los geht's. Heute um 19 Uhr. Spielvereinigung Bayreuth gewinnt gegen FV Illertissen 3:1. Und morgen um 14 Uhr. FC Würzburger Kickers und Spielvereinigung Ansbach 99 spielen 2:2 unentschieden. 1. FC Nürnberg 2 unterliegt TSV Hauptstadt 1:3. Dann SV Schalding-Anhängen gegen FC Bayern München 2. Das Ganze geht 0:5 aus für den FC Bayern München 2. Herzlichen Glückwunsch! Dann DJK Filzing gewinnt gegen FC Augsburg 2:3. Türkgücü München unterliegt Viktoria Aschaffenburg 1:2. Wacker Burghausen gewinnt 3:1 gegen TSV Buchbach. FC Eintracht Bamberg 2010 unterliegt Spielvereinigung Greuther Fürth 2:1:2. Und 1. FC Schweinfurt 05 gewinnt gegen FC Memmingen 3:2. So, das war's mit den Predictions am ersten Spieltag nach der Winterpause der Regionalliga Bayern Saison 2023/24, Spieltag 23. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst Däumchen nach oben da. Vergesst kein Abo. Dann nehmen wir das Glöckchen, das nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Und bis dann. Good Kick, ciao, Servus.